grünes Licht. Dann muss. Ah ja, okay, jetzt warst du schon wieder. Alter. Ah, EMP-Impuls. Nice. Okay, aber wir müssen jetzt erstmal zu diesem Schiff da. Da ist nämlich ein Auftrag verfügbar. Und ich will ja, wie ihr schon bei meiner letzten Schlacht gesehen habt, will ich auf jeden Fall immer alle Aufträge machen. Und auch alle immer gut machen. Hunter, Defender. Hallo. Noch können Sie einen größeren Schaden verhindern. Okay, was benutzen Sie? Wellenmine. Okay. Raketen, Unterstützerflotte. Hä? Kampfstationen. Sie greifen an. Halt! Alle zum Einsatz. So, ihr seid jetzt erstmal still. Kann ja nicht wahr sein. So, na geht doch. Ziel als nächstes dahin. Roger. Wunderbar. Wo sind diese Wellenminen? Nee, was sollte ich machen? Benutzen Sie Wellenmine viermal. Die Frage ist, was ist Wellenmine? Ah, und das ist auch ein Iridiumlager, das heißt, da bekomme ich dann noch Rohstoffe. Verstanden. Und zwar das Iridium. Richtig nice. Ja. Reparaturdrohne, kinetische Schilde. Ah, Wellenmine. Beschädigt Shift und stoßen sie aus dem Zielgebiet. Wow! Nice. Okay. Dann brauche ich jetzt aber wieder ein bisschen mehr für die Reparatur, oder? Selbstreparatur läuft. Läuft bei uns. Grünes Licht. So, und dann kann ich hier jetzt noch die 3. Nö, das war falsch. Das hier. EMP. Du machst hier gar nichts. Volle Kraft voraus. Na, komm, ihr alle bitte. Alle bitte los. Kann ich auch von hier aus schon? Wahrscheinlich eher nicht. Im Gange. So, langsam fortbewegen. Oh, hallo. Jetzt geht's aber los. Energieschilde aktiv. So, jetzt erstmal hier unsere Truppen schützen. Alle zum Einsatz. Aber dann geht's. Wenn man einigermaßen mal damit handhabt, dann ist es eigentlich echt nicht schwer. Besonders wenn mehrere dann auf einen zukommen. Hier. Ja, dieser militärische Kram ist nicht ganz so meins. Überrannt. Willst du das übernehmen? Sammeln Sie Taucher. Ja, gut, ist ja schon wieder der Auftrag. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Jo, viel Spaß, ne? Das war's. Jetzt bräuchte ich eine Unterstützungsflotte. Die Unterstützungsflotte, die könnte... Okay, keine Chance. Moment, da war's. W. Moment. W wieder deaktivieren. Ich will das deaktivieren! Hilfe! Escape. Danke. Außerdem haben wir hier noch was, was wir sammeln müssen. So, haben wir hier hinten noch irgendwelche Taucher? Tatsache. Ich weiß nicht, was es ist. Wellenmine war das. Es ist aber irgendein Stuff. Ach ja, das sind die Taucher. Okay. Warum wird mir das da nicht... Achso, doch, wird mir angezeigt. Okay, wunderbar. Dann würde ich ganz gerne hier hin. Und jetzt die Wellenmine. Bereit für Einsatz. Und go. Boah, die Wellenmine macht aber ordentlich Schaden, ey. Muss man schon sagen. Die macht schon ordentlich Schaden. Im Gange. So, dahin. Dann setze ich nochmal die Wellenmine ein. Das schlägt Wellen. Bam. Ziel bestätigt. Das hätte hässlich aufgehen können. Aber bam. Und nochmal. Grünes Licht. Ah ja, und Mission erfüllt. Oh, oh, jetzt geht's aber los. Energieschilde aktiv. So, jetzt lasst ihr mich alles endlich mal in Ruhe. So geht's ja mal nicht. Und weg. Dankeschön.
Hier ist noch ein Iridiumlager. Schönes Ding. Ja, den Treibstoff, den sammle ich auch gleich. Zack. Da oben ist eine Reparaturdrohne und... Nee, das ist ein Raketensperrfeuer. So. Sammeln, sammeln. Das scheint auch hier noch so eine Art Hafen zu sein. Da ist nochmal Taucher. Und da gibt es nochmal Stuff. Feind entdeckt. Alle bereit. Starte Nuklearrakete. Yo, alles klar. Das war's dann wohl. Einmal schützen. Zack, hängen weg. Und hier gibt's noch ein Grafenlager. Ziel bestätigt. Zurück zum Hunter, bitte. Dann hier die Taucher sammeln. Das Klima hier ist wieder stabil. Wir haben dir viel zu verdanken. Bitte was? Das hat doch gerade mal... Ich habe doch Taucher nur gesammelt. Roger. Hierhin bitte, danke. Ich würde ganz gerne den Stuff da haben. Vielen Dank. Oh, EMP. Dann fahre ich erstmal hierhin weiter. Bestätigt. So, dann mal die gesamte Flotte. Ich brauche mal ein bisschen mehr Treibstoff, weil ich muss meine Flotte mal wieder ein bisschen reparieren. Na, ja, wobei, ist ja noch lang nicht da. Ah, da ist wieder dieses Pretromechaliken-Lager. Ah ja, ich habe maximale EMP, also tschüss. Das war's, tschüss. Okay, macht schon Schaden, würde ich mal sagen. Und dann los. Hier hin. Und... Feuer frei. Zack, weg und weg. Danke. Hier ist bereits... Ah, okay, das ist einer der großen Teile. Moment. Nee, noch nicht. Noch sind wir noch stark genug. Was wir aber machen können, ist einen EMP hier hinsenden. Wir werden beschossen. Und go. Grünes Licht. Weg. Aber ich müsste den jetzt eigentlich befreit haben, oder nicht? Verstanden. Unterstützungsflotte hierhin. Aber hallo? Ist das nicht einer? Koordinaten bestätigt. Na ja, gut, egal. Dann halt nicht. Aber zumindest war ich schon mal hier. Kampfstationen. Oh, das könnte auch vielleicht einer sein. Hier nochmal Unterstützungsflotte dahinter setzen. Und zurück. Volle Kraft voraus. Weil hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch nicht alles gemacht. Oh ja. Da müssen wir uns aber sukzessive hinarbeiten. So, die Unterstützungsflotte macht ihr Übriges. Wir werden beschossen. EMP auf die ganze Mauer. Oh. Einen Moment mal. Neuen Erfolg erhalten. Ah ja, nice. Aber jetzt muss ich meine Flotte reparieren. Selbstreparatur läuft. Weil hier der das eine Schiffchen da. Oh, das macht's ja gar nicht voll. Waffensysteme bereit. Das ist ja nicht so geil. Aber gut. Dann muss ich es halt öfter einsetzen. Das waren die Minen. Im Gange. Und das ist mein EMP. So, dann auf den Turm hier. Hier sind ja auch noch Minen. Die sollten wir auch zerstören. Genau, die wurden entdeckt. Ach, das sind keine Minen, das sind einfach nur Wassertower. Oh, gut, okay. Das Ding müssen wir zerstören. Das kriege ich hin. Aber vorher müssen wir ein bisschen näher fahren. Nuklearrakete abgefeuert. Yo, okay. Und das Ding ist noch nicht mal zerstört. Das ist aber sehr krass. So, dann einmal das bitte zerstören. So, dann bitte auf den.
Und hier das Ding zerstören. Jawohl. Das lässt sich wieder aufbauen. Einmal reparieren. Reparatursysteme online. Nice. Dann weiter hier rum. Ein bisschen Treibstoff sammeln. Jetzt können wir mal diese... Nein! Nein! Hör auf, die ganze Zeit hier wegzufahren. Auch wenn ich dich da wegbefohlen habe. Whatever. Ist mir egal. Ich will hier dieses Teil da reinwerfen. Halt. Nee, ich mach lieber einen Raketenschlag. So. Tschüss. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Oh, hallo. Ein paar Freunde zur Hilfe gerufen. Ja, das ist gut. Das ist immer gut. Ja, gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Ja, sei ruhig. Du kannst gar nichts. Bereit für Einsatz. Du kannst gar nichts, du Rebell. So, dann hier hin. Treibstofftechnisch sind wir voll. Oh! Ei, Karamba, das habe ich zu spät gesehen. Selbstreparatur läuft. Läuft. Und tschüss. Das ist wirklich knallhart. Moment, und das war's jetzt schon. Das Klima hier ist wieder stabil. Wir haben dir viel zu verdanken. Bitte was? Das war's schon? Alter, ich könnte die Turtle upgraden, aber das kostet krass. Und jetzt habe ich irgendwie hier die Flare freigeschaltet. Okay. Nice to have, aber wir gehen zurück zur Mission, weil ich glaube, wir haben noch nicht mal alles fertig. Zudem, Kamera drehen. Koordinaten bestätigt. Es gibt tatsächlich, glaube ich, noch was zum Holen. Fahren wir aber hier erstmal durch. Feuer frei. Autsch. Da habe ich mich selbst so halb zerstört. Und tschüss. Wo war da gerade was? Okay. Ah, okay, da ist wieder was. Wow. Okay. Nuklearraketenschlag. Nuklearrakete. Auf den Turm hier. Und dann... Ah, da hinten gibt es noch was. Das ist zu weit entfernt. Na gut, okay. Dann machen wir es nicht. Gibt's hier... Ja, da gibt's noch was. Da gibt's noch hier ein Treibstofflager. Treibstoff, genau. Ein Grafenlager. Die war nicht besetzt. Selbstreparatur läuft. Roger. Perfekt. Und schon gehen die Lichter aus. Wir werden angegriffen. Werden wir das? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das war's nämlich. Böse. Einmal hier durch die gesamte Map zu fahren, um alles zu zerstören, ist eigentlich in der Hinsicht schon krass für das, dass hier dann so wenig Missionen wirklich sind. Vor allem, ich glaube, hier gibt's gar keine weiteren Missionen. Das ist ja... Krass. So. Alle zum Einsatz. So, bitte einmal alle auf die Unterstützungsflotten gehen. Danke. So, einmal hinter. Der kümmert sich um den Turm hier. Perfekt. Dann kann ich ja wieder hier meine Nuklearraketen für die Minen verwenden. Ah ja, da oben ist noch ein Lager. Sehr schön. Hier ist auch noch eins. Waffensysteme bereit. Heieiei. Ich weiß, ich könnte theoretisch auch jetzt die ganzen Schiffe einzeln losschicken. Koordinaten bestätigt. Mach ich aber aus irgendeinem Grund nicht. Sind wir nah genug? Jawohl. Starte Nuklearrakete. Schönes Ding. Oh! Und hier auch. In der Zwischenzeit können wir wieder reparieren. Schön. Schönes Licht. Weiter geht's auf den Turm.
Alter. Verstanden. Okay. Also ich meine, wir haben schon hier ganz schön... Gibt's hier eigentlich noch irgendwas Wertvolles? Da gäb's Iridium. Feind entdeckt. Alle bereit machen. So, das sind U-Boote noch. Also was haben wir jetzt genau alles für Schiffe? Wir haben den Spark, der Allrounder, wir haben die Turtle, den recht schnellen, wir haben eine Flare und einen Titan. Ziel bestätigt. Also die Turtle ist recht schnell. Das Problem ist einfach nur, dass ich nicht genau weiß, wer wie viel und was Schaden macht. Das ist so auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Waffensysteme bereit. Hm. Ah ja, hier gibt's noch eine Mission. Dieses Gebiet ist für Geschäftstätigkeit zu unsicher geworden. Ausgezeichnet. Jetzt, wo das Gebiet befriedet ist, können die Geschäfte wieder normal laufen. Volle Kraft voraus. Ah ja, okay. Na ja, gut, wenn es dann nicht mehr ist, dann dann lasse ich das am besten, weil ich glaube, hier gibt's nicht mehr so viel krass zu holen und das bisschen Stuff, das darauf scheißen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu meinen Schiffen und sagen Mission verlassen. Ja. Du bist wirklich knallhart. Jawohl, besten Dank. Jetzt auch ist auch die Mission da zu sehen. Perfekt. Wir sind Militärstufe 4 und könnten jetzt unseren Spark ausbauen. Also Moment, wir lesen hier mal die Schiffsbeschreibungen. Veteran Titan. Verbessertes Kommandoschiff mit besserer Panzerung und Raketen. Vergrößert die Treibstoffleiste ihrer Flotte ein wenig, wenn es ausgebaut wird. Gepanzertes Nahkampfschiff, das viel Feindfeuer aushält, mit langsamen Torpedos ausgestattet, die Bonusschaden gegen Fahrzeuge bewirken. Spark. Schneller, aber anfälliger Katamaran, der mit experimentellen Funkketten Projektilen angreift, die sich aufteilen und mehrere Ziele treffen. Okay. Flare. Auffälliges Artillerieschiff, das die Angriffskraft der Flotte mit Mörserangriffen mit hoher Reichweite gegen Gebäude verbessert. Ja. Definitiv nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht, ja. Ich glaube, wir haben noch eine Turtle ja dabei. Ich glaube, wir werden die Turtle ausbauen. Weil das Nahkampfschiff, wenn das mehr aushält, das ist, glaube ich, recht gut. Das hast du recht gut gemacht. Was? Ich habe auf den Knopf gedrückt, halt's Maul. Halt mich nicht für blöd. Wie sieht es aus? Ich muss zugeben, ich habe sie falsch eingeschätzt. Verzeihung. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Und ich... Halt! Nein! Beenden Sie Raumhafen-Upgrade. Was, das war's schon wieder? Ich habe ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert sind. Ah, okay. Sektorarbeit. Ne, müssen wir erstmal wieder hier in unsere Welt rein. Hi, hi, hi. Okay, wir haben schon wieder viel zu wenig Leute. Okay. Oh. So. Hier sind wir bei unserer kleinen, bescheidenen, viel zu kleinen Siedlung. Nice. Aber wir haben einfach viel zu wenig Arbeiter. Das ist schlecht. Hier haben wir zu wenig Vitamindrinks. Sonst alles ausgeglichen. Wir haben hier Konservennahrung zu wenig. Warnung. Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Zu wenig... Was zum Teufel? Hilfe! Ich bin verwirrt. Moment. Also, wir brauchen Fisch. Wir brauchen Fisch hier. So. Nicht genug Arbeit. Ja, toll, wenn genau hier natürlich die Arbeitskräfte fehlen, dann stimmt da natürlich was nicht. Hier ist dementsprechend auch nur sehr reduziert. Okay. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, sei doch mal ruhig. Ich bin doch gerade dabei. Ich muss mich doch erstmal wieder hier zurechtfinden. So. Hier brauche ich eine Fischfabrik. Und das verbinde ich mit hier. So. Zack. Jetzt kann ich direkt an die zwei Arbeitskräfte dran setzen. Sehr gut. Und hier könnte ich auch mal versuchen, das Ganze effizienter zu gestalten. Das heißt, in der
Arktiswelt. Hier kriege ich nicht so viele Leute her. Das heißt, am besten wäre, weniger Leute für Nahrung zu benötigen. Produktionsrate, Unterhalt, Wartungsmodule. Ah ja, Arbeitskraftwartung. Das ist gut. Das brauchen wir. Moment. Vorsicht. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Sehr schön. Gut, das müsste erstmal reichen, damit wir hier gut was haben. Dann können wir gleichzeitig noch hier. Jetzt brauchen wir nur noch 5. Na, blöd. Naja, gut. Hier müssten wir eigentlich auch dieses Arbeitskraftwartung machen. So. Jetzt braucht es verdammt wenig Arbeiter. Immer noch eine zu wenig, aber verdammt nochmal. Hier läuft aber alles, oder wie? Ja, super. Na, Hauptsache, da läuft's, ne? Oh, halt. Wir können was upgraden hier. Oder? Nö. Können wir nicht wirklich. Beförderung nicht möglich. Es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Oh Mann, sei doch ruhig. Wählen Sie eine Fabrik aus und investieren Sie. Warum sollte ich investieren? Sage mir, mein Freund, warum? Da, Geothermie. Na gut, dann mache ich halt hier. Einfach, damit er glücklich ist. Produktionsrate bedeutet Strom, ne? Das Ding liefert Strom. Oder? Ja, geothermale Turbinen. Das ist ein Kraftwerk. Das gibt Strom. Gut, na, dann machen wir hier. Hi. Ja, ich habe eine private Analyse. Nice. Gute Systeme sind die halbe Miete. Okay. Das gibt noch mal mehr. Sehr schön. Wir haben aber immer noch viel zu wenig Arbeitskräfte. Das ist halt krass. Ich weiß halt einfach auch nicht genau, wo ich die Teile dann immer hinbauen kann, weil keine Wärme. Ich könnte hier noch in der Nähe welche hinbauen. Hier. Dann kann ich hier eine Straße reinbauen. Und dann hier nochmal eins hinsetzen. Kann auch hier noch eins hinsetzen. Hier. Und hier ist dann schon wieder nicht möglich. Mann.